Und damit kommen wir zu... Nein, komm schon. Zu StarCup. Zum StarCup. Und wer hätte es gedacht, auch da haben wir einen Goldpokal. Nein, wirklich. Das hätten wir alle nie gedacht. So. Okay, die Wario-Strecke mit einer der längsten Strecken hier. Und es gab hier, glaube ich, auch eine Abkürzung. Ich weiß gar nicht mehr, wo die ist. Naja. Vielleicht fällt es mir auch wieder ein. Ich meine, man könnte ja einmal irgendwo über diese Wand springen. Mal gucken, ob ich noch was weiß, wo das ist. Wahrscheinlich nicht mehr. Das ist zu lange her. War das nicht hier irgendwo? Nee, die kann denn nicht gewesen sein. Okay. Ich glaube, das war auch irgendwo in einem breiteren Feld oder so. Dass du dann hier irgendwo fährst? Ich glaube, hier war das irgendwo. Ich weiß es beim letzten Mal nicht mehr. Ist auch egal. Hui. Oder war es hier? Ach, ist ja auch egal. Ich glaube, auf jeden Fall eine Abkürzung hier. So, ach stimmt, man konnte seine Panzer hier noch nicht nach hinten abfeuern. Das war natürlich jetzt sehr schlau. Sei denn, man lässt sich von einer Wand abfallen. Mal gucken, ob ich irgendwen treffe. So, Toad, du Sackgesicht. Ich werde dich nicht mit einem Block abschießen, weil man hier noch nicht davon. Ich bin echt gewohnt, dass man seine... Du Sackgesicht. Naja. Ich bin echt gewohnt, dass man seine Items hier noch nach vorne oder hinten abfeuern kann. Nachdem jemand Bock drauf hat. Komm, ich feuer ich jetzt aber mal dahin. Gut Glück. Na, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Gucken wir auf die... Diese Karte hier? Ne, der würde inzwischen schon getroffen haben. Und was ich sehr unrealistisch finde, da steht, dass wir um die 60 fahren. Mich fühlt sich das an wie 25. Aber egal, das sind halt noch alte Konsolen. Da konnte man das noch nicht so richtig darstellen. Das Feeling noch nicht so gut rüberbringen von schnell sein. Weil F-Zero das ja relativ gut gemacht hat. Das ist ein richtiges Feeling, dass der so schnell gerade ist. Naja, egal. Auf jeden Fall geht mir jetzt gerade... Höre ich irgendwie ein schlechtes Bowser da auf dem ersten? Und ich komme schnell dann. Super. Komm, tot. Ganz sonst. Und ich triff jetzt auf einer. Und ich hoffe auch nicht mich selber. Wir kriegen jetzt auf einmal so viele grüne Panzer. Hallo Luigi, was geht ab? Hallo, Mörder. Was zur Hölle war das? Oh Gott. Ja, das kann ja was werden für den Rest des Let's Plays. Wo es jetzt mal so ein bisschen anspruchsvoll wird. Das krieg ich natürlich. Hallo, wo kommt ihr denn alle her? Mann. Kann man ja echt nur noch mit Item Glück gewinnen. Super! Und die Lenkung ist jetzt auch einmal auf einmal wieder gegen mich. Was soll denn das? Gib mir mal ein vernünftiges Item hier. Nee, gib mir überhaupt kein Item. Auch gut. Morten! Oh, der ist tot. Hallo Toad. Ja, mit dem dritten Platz könnte ich mich gerade eben zufrieden geben, aber wenigstens weiter ist doch wohl noch drin, oder? Überall diese Wario-Faces. Das ist ja schon gar nicht mehr klar. Und jetzt, danke, Mann! Drei rote Panzer, ja, dann kann ich mir wenigstens den dritten sichern. Weil Luigi werde ich damit nicht mehr erwischen. Oder? Jetzt eine relativ gerade Strecke. Ich feuer ihn einfach mal ab. Ah, ich glaube, das kann das werden. Oh, Yoshi. Nochmal neue rote Panzer. Tatsächlich, hat getroffen, oder? Ne, noch nicht. Hat wohl irgendwas was anderes getroffen. Also, wenn jetzt ein super Item kommt, dann bin ich vorhin. Was habe ich denn jetzt mit meinen Panzern? Das geht doch gar nicht. Wir hatten wahrscheinlich zu viele Cooper in der Nähe, die alle abgeschlachtet werden mussten. Also so eine Art Supernotschlachtung gegen Überpopulation oder so. Ja, den Stern kann ich jetzt noch aktivieren. Dann bin ich wenigstens auf dem dritten. Wusstet ihr übrigens, dass diese Fahrer
also generell die Fahrer hier in Mario Kart 64 überhaupt keine 3D, keine 3D-Grafiken sind, also gar nicht aus Polygonen bestehen, sondern nur aus Einzelbildern, die nachdem, wie man drauf guckt, einfach nur das Bild wechseln. Das habe ich bis letztens auch nicht gewusst. Aber wir kommen jetzt auf auf jeden Fall erstmal zum Eislevel. Und hier muss man, gerade wenn man auf dem Emulator spielt, unglaublich darauf aufpassen, dass man nicht runterfällt, weil sonst der Emulator abstürzt. Da wäre es fast schon so weit gewesen. So, wir fahren in eine Itembox und erhalten 3 rote Panzer. Wer hätte das gedacht? Na komm schon, Mario. Stürbige! Du bist hier. Was macht Yoshi denn da? Und nicht gerade nur auf dem Feld. Nee, das ist natürlich super. Und, oh, da wäre jetzt wirklich was zu erklären. Ich das gar nicht wollte, so knapp. Oh, auf dem Eis kann man natürlich nichts gegen die Bananen machen, als es so rutschig ist. Ich bin auf dem 7. Mann, ja, Tschüss Peach, darf natürlich abstürzen, weiß nicht. Warum auch immer, die Spieler dürfen nicht abstürzen, am Computer schon. Ah ja, umgekehrt wäre es glaube ich auch ein bisschen dumm. Sonst würde er mir das Ding ja nur noch abschmieren. So. So, dass ich jetzt in dieser Runde noch tot einen aufholen kann. Wenn ich super awesome. Mit dem ganzen Pilzen wird das vielleicht sogar was. Ah, vielleicht nicht ganz in dieser Runde, aber ich komme auf jeden Fall gut ran. So. Okay, jetzt ist nur noch ein Bowser vor mir. Den hätte ich doch auch noch einholen können. Einfach, was ich gerade mit den Pilzen habe. Ah, jetzt kriege ich die Bänder. Aber jetzt kann ich euch wenigstens mal den Zaun zeigen. Jetzt kommt ja eh Toad wieder in die Ecke. Ach, der Sound ist toll. So. Ja, ich glaube nicht, dass wir Bowser noch einholen werden. Ich will gleich dafür sorgen, dass der ein bisschen weiter tot. Geh weg. Schon, Item. Item, Item. Und. Pinguin! Nein! Ja, toll. Dritter. Schon wieder. Da brauche ich ganz viel Glück, um noch Erster zu werden in diesem Cup. Übrigens, ich werde nicht hier den ganzen Cup nochmal spielen, ich werde das jetzt einfach nur durchrocken. Und wenn ich nicht Erster werde, dann ist mir das alles ziemlich egal. So. Aber der Punktstand sieht ziemlich mau aus. Ja. Ich müsste jetzt wirklich zweimal Erster werden und ganz viel Glück haben, dass Bowser nicht Zweiter wird. Dann hätte ich vielleicht noch eine Chance. Aber gehen wir einfach mal nicht davon aus. Vor allem, wenn ich solche Starts hinlege. Könnte es sein, dass man auf den hinteren Positionen schneller ist? Oh, blauer Panzer. Der ist hier noch besser als in den aktuellen Teilen. Weil er einfach mal alles vorne abräumt. Ist aber dann auch zum Glück nicht so ein Assist für den zweiten. Ich da tatsächlich noch besser, weil ich finde, der aktuelle blaue Panzer macht irgendwie keinen Sinn mehr, weil du ja im Grunde kriegst du den ja nur auf den hinteren Positionen, sagen wir mal so 5 plus. Und hier sehen wir übrigens das Kessel aus Mario 64 und damit hilfst du eigentlich nur den zweiten oder den dritten. Also von daher ist das Item ziemlich sinnlos geworden. Aber das ist ja auch nur meine bescheidene Meinung. Jetzt hoffe ich, dass ich tot mal den kritische. Ich muss hier unbedingt Erster werden. Das ist mein... Ihr habt gesehen, da wäre es fast abgeschmiert, aber zum Glück ist es hier nicht ganz so schlimm wie in dem Eislevel. Und jetzt fahren wir mal um diese Kurve. Yay! Mario Star! Woo! Ich wäre froh, wenn ich mal Stern bekommen würde. Weil wirklich die Karte an. In Wahrheit weg, die Typen. So, Goldpilz. Yay. Oh Gott. Was auch immer das jetzt war. Egal. Lupsi, lupsi. Nicht drauf. Ultra Jump. Yay. Pomp. Wie soll ich das denn annehmen? Pomp.
So, und jetzt ein Item, das bitte gut ist. Ein Item, das bitte gut ist. Thunder! Oh yeah. So, Bowser auf 4, das ist sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass es für den Rest ist. Für den Rest der Runde. So, fertig. Wenn der Rest der Runde so bleiben wird. Ich muss mich jetzt eh erstmal auf mich selber konzentrieren, dass ich über Photoed ins Ziel komme. Und ich krieg den Windschatten. Und es ist vorbei. Oh, nein! Und Items bist du hier echt aufgeschmissen. Ein Tod. Nein! Geht weg! Ja, Luigi schon mal weg. Sehr gut. Okay, da werden nicht im Tod fast in der Luft kollidiert. Was ist. Oh Gott! Das hat mich jetzt überrascht. Jetzt muss ich auf das letzte Item hoffen, dass ich da was Gutes bekomme. Und. Drei. Fuck! Luigi! Zweiter! Was war das denn jetzt für ein Finish? Okay, Bowser auf 5, das ist super. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit Luigi in der Rangliste vorne ist. Das ist jetzt noch interessant. Wie weit ist Luigi vorne? Oh! Ja. Also jetzt brauche ich unfassbares Glück und muss Erster werden. Ich muss hoffen, dass Luigi nicht besser als 4 wird und Bowser gar nicht in die Punkte kommt. Und dann habe ich vielleicht noch eine Chance, Erster zu werden. Aber nicht auf dieser Strecke, Freunde. Nicht auf dieser Strecke. Weil das ist meine absolute Hassstrecke. Ziemlich die einzige Strecke in diesem Spiel, die ich wirklich sehr schlimm finde. Und mit lustigen Grafik-Glitches, hey. Die sehen aber irgendwie cooler dadurch aus. Vielleicht hätten die noch so irgendeine Rubine-Rüstung an oder so. Weil das mehr nach Schlamm als Rubine aussieht. Naja, vielleicht haben sie es ja in Schlamm gewälzt, haben wir eigentlich nicht, weil es klauen uns erstmal drei Pilze. Und hier ist es offensichtlich noch nicht so, dass uns der Untergrund nichts ausmacht, wenn wir im Geist sind. Das wissen auch viele nicht. Wenn man Mario Kart wie den Geist hat, dann machen einem die Untergründe nichts aus. Also im Sinne von, dass man nicht langsamer wird. Das war natürlich super gut. Bin dadurch direkt Achter, ja, dankeschön. War ich natürlich die Aufholjagd des Jahrhunderts. Ich frage mich gerade, warum die hier auf einmal so langsam sind. So. Und die Rangliste hat mir jetzt auch gerade nicht gefallen. Bei Bowser in den Punkten und Luigi auf 2. Okay, das hat sich gerade geändert. Mit Bowser kann ich immer Luigi irgendwann auf die Tanzen treffen. Dann mache ich mir wieder. Oh Gott, das wollte ich nicht. Ich hier. Oh nein! Okay, das ist natürlich super. Ich muss darauf achten, hier nicht die Leute, die Bowser von den Punkten abfallen können, abzuschießen. Muss ich natürlich darauf achten. So, Luigi auf 1. Na toll. Komm, jetzt auf Vorjagd. Auch ein Item, das gut ist. Yoshi, du bist mir ein Tick zu schnell, weißt du das? Ach komm! Komm schon. Hallo Luigi! Oh! Luigi. Oh, hallo Luigi. Jo, durchgebrettert. Hallo Toad. Oh, wo ist jetzt die Bitch? Wo ist die Bitch? Wo ist die Bitch? Bitch, wo bist du? Bitch! Wenn ich sie einhole, dann habe ich gute Chancen. Spannung! Auch die nicht wirklich, weil sie schon durch ist. Verdammt. Egal. Komm schon. Vor Luigi noch ins Ziel. Bei die Banane. Nein! Fuck! Naja, und Bowser auf, wow, Bowser auf 7. Naja, aber ich glaube, ich bin damit nur Dritter oder Vierter. Das war natürlich super ärgerlich. Oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe jetzt gerade nicht so den Überblick. Nee, Dritter bin ich. Naja, okay, damit muss man mal zufrieden sein. Ausnahmsweise mal. Aber ich mache das, dass ich im Special Cup wieder beheben kann. Ja? Aber jetzt ist mal zur Siegerehrung. Yay! Dann sind wir mal auch in einem anderen Pokal und so. Und. Ah ne, das ist gar kein Grafikglitch, sondern einfach nur eine Brücke. Okay. Juhu, andere Abspann FTW. Und da ist Toad. Hallo Toad. La, la, la. Drei Typen auf Stufen.
Aber das soll ich wirklich nicht singen. Ernsthaft. Triple H über Luigi? Guck mal, der Ausspruch. Nee, den Mon. Der Monsterpokal sieht irgendwie rot aus. Naja. Aber von der Farbe her auch nicht wirklich. Also abgesehen von der Farbe nicht wirklich anders als der Goldpokal. Naja, egal. Woo, Glitter! Juhu! FTW!